Erst kommt die Citigroup und empfiehlt diese Aktie zum Kauf. Dann kommt Morgan Stanley und sagt, hey, das ist überhaupt unser Top-Software-Unternehmen für das Jahr 2021. Und zuletzt kam auch noch Oppenheimer und legte noch einen drauf und sagte, das ist überhaupt für uns ein Top-Pick für das Jahr 2021. Und wir sprechen von keinem geringeren als Microsoft. Ich lese das und denke mir, also ja, echt ein geniales Unternehmen. Allerdings, wir sprechen von einem erwarteten KGV im kommenden Jahr, je nachdem mit welchen Analysten man arbeitet, von 29 bis 31 auf der einen Seite, was schon ziemlich teuer ist, aber auch beim Kursumsatzverhältnis sehen wir Microsoft bei 11,5 und das ist fast doppelt so teuer im Vergleich zu Amazon. Oder das ist dreimal so teuer oder dreimal so hoch im Vergleich zu Google. Also wie kommen diese Analystenhäuser dazu, diese Aktie zum Kauf zu empfehlen und sogar es zu ihrem Top-Pick zu machen und Kursziele zu geben, die in den kommenden 9 bis 15 Monaten erreicht werden sollen und etwa 20-25% höher liegen als die aktuelle Kursnotierung. Und weil ich zwar Microsoft-Investor bin, allerdings eine größere Position in meinem Portfolio haben möchte, war es für mich Grund genug, mich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, kann es denn tatsächlich sein, dass man jetzt immer noch Microsoft kaufen kann und eine Rendite in den kommenden Monaten von 20-25% erwarten kann? Oder ist die Aktie trotz der sehr guten Zahlen schlichtweg zu teuer? Und damit herzlich willkommen. In dieser Ausgabe möchte ich euch sagen, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin und was für Kurse für mich denn interessant wären, wann ich die Microsoft-Aktie gerne nachkaufen wollen würde. Man muss sagen, Microsoft, wie schon gesagt, echt geniales Unternehmen. In den letzten 5 Jahren den Umsatz um mehr als 50% gesteigert und den Gewinn verdoppelt. Das heißt, Umsatz gesteigert, Marge verbessert, absolut genial. Und nicht nur das, sondern das Unternehmen hat eine extrem gute Bilanz. Abzüglich aller Verbindlichkeiten gibt es eine Netto-Cash-Position von 70 Milliarden, weswegen Microsoft auch die Dividende erhöht und auch größere Aktienrückkaufprogramme immer wieder startet und derzeit auch am Laufen hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das Unternehmen ist nicht nur stark gewachsen, sondern Analysten erwarten für die kommenden 2 Jahre ein Umsatzwachstum um weitere 20% und sie erwarten auch ein Gewinnwachstum in den kommenden 2 Jahren um 30%. Also, im Grunde genommen spricht alles für die Microsoft-Aktie, wenn diese teure Bewertung nicht wäre. Und deswegen lass uns miteinander darüber sprechen, was Microsoft genau macht, um die Umsätze zu generieren und woher das Wachstum kommen könnte. Jetzt werden viele von euch sagen, naja, die sind doch so stark im Bereich PC-Software. Stimmt, die machen 80% des gesamten Umsatzes im PC-Segment aus. Allerdings ist Microsoft mittlerweile deutlich mehr geworden. Wenn man sich die letzten Quartalszahlen anschaut, da muss man sagen, die sind eindrucksvoll. Nicht nur, dass Umsatz und Gewinn gesteigert wurden, nicht nur, dass die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden, sondern sie haben Wachstum gesehen in allen 3 Segmenten und in allen 3 Segmenten konnten sie die Erwartungen der Analysten übertreffen. Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Unternehmen es schafft, in allen Segmenten zu wachsen, in allen Segmenten die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Da muss man sagen, da wird irgendetwas richtig gemacht. Im ersten Segment, lass uns das Ganze miteinander einmal durchgehen. Im ersten Segment bietet Microsoft sogenannte Business-Lösungen an. Business-Lösungen sind zum anderen, unter anderem reine Office-Cloud-Anwendungen, aber auch sogenannte CRM-Systeme. Oder auch die Möglichkeit, online im Team zu arbeiten. Diese Software-Systeme, die Microsoft anbietet, werden nicht von irgendwelchen Unternehmen genutzt, sondern dazu gehören die größten Unternehmen weltweit, unter anderem Morgan Stanley, unter anderem PwC, unter anderem FedEx, unter anderem sehr große Einzelhandelsketten. Und zum Beispiel FedEx gibt an, dass sie mit Hilfe der Business-Lösung von Microsoft derzeit den Vertrieb der Covid-19-Impfungen im gesamten Land organisieren und sie geben an, dadurch sehr viel Stunden und sehr viel Geld zu sparen und dadurch die Produktivität zu steigern. Und deswegen gibt es auch sehr viele Unternehmen, die sich sehr zufrieden zeigen. Nicht überraschend ist es so, dass trotz der Tatsache, dass LinkedIn ebenfalls zu diesem Segment gehört und in diesem bei LinkedIn aufgrund der Covid-19-Pandemie die Werbeeinnahmen rückläufig gewesen sind,
dass es in diesem Segment trotzdem zu einer Steigerung von 11% gekommen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sodass Microsoft hier 32% aller Umsätze generiert. Im zweiten Segment absoluter Umsatztreiber und mittlerweile auch größte Säule, 35% des gesamten Umsatzes macht damit Microsoft, nämlich intelligente Cloud-Lösungen. Und in diesem Bereich, im deutschsprachigen Raum, sagt man immer Azure, die Amerikaner sagen immer Azure. Das ist eine intelligente Business-Lösung, habe ich zu MJ gesagt. MJ, rate mal, wie viel Azure noch wächst. Also, keine Ahnung, immer noch 50% mache ich ja, immer noch 50%, also 47%. Und auch im nächsten Jahr ist ein Umsatzwachstum von 47% erwartet. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Azure-Fan. Denn das, was Microsoft da anbietet, ist, dass man online alles Mögliche machen kann. Man kann Datenbanken benutzen, man kann Webseitenhosting betreiben, man kann Programmiererarbeiten machen, man hat einen virtuellen Computer und ich finde, das Besondere daran ist auch, dass es minutengenau abgerechnet wird. Das heißt, man kann hingehen und kann sagen, okay, also ich hätte gern diesen Rechner mit dieser Leistung und so viel RAM und das möchte ich gerne 2 Stunden nutzen. Und wenn man es nur 1:38 nutzt, dann wird es minutengenau abgerechnet. Und wenn man dann eine andere Arbeit machen möchte, kann man sagen, ich brauche jetzt einen stärkeren Rechner. Und die sind durchaus vorkonfiguriert und die werden auch sehr viel genutzt. Gerade wenn man zum Beispiel versucht, Datenbanken anzulegen und die muss man dann gar nicht physisch haben, sondern man benutzt entsprechend die Computer von Microsoft, sodass es hier zu einem sehr, sehr starken Wachstum kommt. Mittlerweile ist Microsoft so weit, und das ist zum Beispiel der Grund, warum Oppenheimer Microsoft zum Top-Pick des Jahres 2021 gemacht hat, dass man nicht nur Computer mieten kann, sondern es ist die Möglichkeit, dass man richtige virtuelle PCs hat. Der Unterschied zu einer normalen VPN ist, dass ich meine Tastatur, meine Maus, meine normale Hardware, die ich habe, nutzen kann. Wenn ich meinetwegen gamen will, kann ich sogar meine Joypads oder wie das auch heißt, einsetzen und benutze dabei nur meine Netzwerkverbindung und der Rest ist der Computer, der dann im Hintergrund von Microsoft ist. Ich muss ehrlich sagen, wenn es eine solche Lösung erst für Macs geben würde und wir haben hier halt sehr viel Apple, ich würde sofort nutzen. Und der Vorteil für mich ist, ich muss mir nicht einen Rechner anschaffen und nach 2 Jahren stelle ich fest, ich brauche vielleicht doch jetzt einen schnelleren Rechner oder nee, der Rechner war zu schnell, ich brauche einen nicht so starken Rechner und ich habe meine eigene Hardware und wenn ich 6 Monitore brauche und wenn ich sonst irgendwas brauche, kann ich das benutzen. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Cloud-PC-Lösung, denn man kann relativ schnell die Lösung, die man braucht, anpassen und für Microsoft ist es ein Riesenvorteil, denn sie haben meiner Meinung nach das Problem, dass im PC-Segment das Wachstum nicht so groß ist, plus sie haben dann ein Abo-Modell, was sie verkaufen können und ich bin wirklich gespannt, wie das funktionieren könnte. Ich erlaube mir nicht einzuschätzen, dafür bin ich auch nicht tief genug in dieser Materie drin, zu sagen, das wird eine Bombe, deswegen muss man die Aktie kaufen. Das können vielleicht die Analysten von Oppenheimer machen, wo einer da sitzt und den ganzen Tag nichts anderes macht als Microsoft und vielleicht noch 3 andere Cloud-Unternehmen zu bewerten. Ich kann nur sagen, ich finde die Idee aufregend, ich finde es spannend. Ich kann nicht sagen, was da für Lösungen drin sind. Grundsätzlich Azure, wenn ich mir so die Oberfläche anschaue, wenn ich mit Programmierern spreche, die nutzen das und sehen das auch als sehr positiv an. Ich muss aber auch dazu sagen, Microsoft hat in diesem Bereich durchaus größere Konkurrenz. Amazon und Google, meine persönliche Lieblingsaktie, wenn es um Google geht, jetzt nicht unbedingt für das Jahr 2021, die können das auch, insbesondere Amazon, wenn man sich anschaut, was Microsoft anbietet, nämlich die Azure-Lösungen. Trotzdem ist es so, dass der Vizepräsident der Cloud-Lösungen bei Microsoft sagt, sie gehen davon aus, dass sie in den nächsten 3 Jahren mehr Daten bekommen werden, die sie verarbeiten müssen, im Vergleich zu dem, was sie die letzten 30 Jahre gesehen haben. Und angesprochen auf die Konkurrenz zum Beispiel mit Amazon, sagt er, wir sind ein Unternehmen, das jahrzehntelang Softwarelösungen anbietet, die seit Jahrzehnten mit Daten arbeitet und deswegen haben wir einen absoluten Wissensvorsprung und sie sagen, dass sie dieser Konkurrenz sehr positiv entgegentreten und auch da kann ich nicht in der
Tiefe dieser Aussage überprüfen. Für mich klingt es plausibel. Das muss bitte ganz klar sein, dass ich sage, so, ja, also ich finde die Aussage plausibel. Ich kann es aber nicht belegen, ob das jetzt nachhaltig plausibel ist oder nicht. Und last but not least, im dritten Segment, wo ich eigentlich erwartet habe, dass Microsoft Probleme kriegen sollte, im PC-Segment, ist es so, dass Microsoft nämlich beim mobilen Endgerät, wenn wir von Smartphones sprechen, komplett verloren hat. Da haben sie im Grunde genommen nicht wirklich eine Chance. Wenn man etwas Günstiges sucht, dann gibt es die Google-Produkte, die interessant sind. Und auf der anderen Seite gibt es Mac. Da wird es durchaus schwieriger für Microsoft. Und das, was aber Microsoft geschafft hat, ist, sie haben ihr eigenes Surface-Produkt rausgebracht und sie schaffen es auch dort, wenn wir jetzt von Tablet sprechen, höhere Preissegment iPad, niedrige Preissegment ist Google. Und da hat sich tatsächlich Microsoft genau in der Mitte eine Nische geschaffen, was eher zum oberen Preissegment angeht. Und sie schaffen es mit Surface zuletzt eine Umsatzsteigerung von sagenhaften 36% zu machen. Und auch bei Xbox und Gaming sehen Sie einen Anstieg von über 20%. Und die neueste Xboxes, die rausgekommen sind, gehen ja zwei verschiedene Xbox-Arten gewesen. Die waren innerhalb, ich weiß nicht, weniger Tage, weniger Stunden vergriffen. Seit November gibt es keine Xboxen mehr, sodass sich der Leiter Xbox sogar öffentlich entschuldigt hat und gesagt hat, wir werden dafür sorgen, dass es so schnell wie möglich die neue Xbox-Serie geben wird, sodass trotz der rückläufigen Umsätze bei den sogenannten Windows-OEM-Geschäften, das sind, wenn man einem PC-Hersteller Software-Lizenzen verkauft, das war deutlich rückläufig, nämlich um 22%, trotzdem im gesamten PC-Software-Segment sah man ein Wachstum von mehr als 6%. Wenn ich nochmal ein Wort zu OEM verlieren darf, ich hoffe, es sind euch nicht zu viele Fakten. Es ist einfach so, aufgrund der Corona-Pandemie, es ist weniger produziert worden, deswegen gab es auch weniger Nachfrage nach OEM. Und wenn man sich das nach allen Segmenten und Subsegmenten anschaut, dann sieht man, LinkedIn und OEM haben nicht gut abgeschnitten, alle anderen mit deutlichem Wachstum. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass Windows aufgrund der Covid-19-Pandemie ein großer Gewinner ist, dass sehr viel digitalisiert wird, aber in diesen beiden Bereichen leider nicht so stark abgeschnitten hat. Wenn man sich die Entwicklung der Aktie anschaut, trotz dieser sehr, sehr guten Quartalszahlen, die vor 3 Monaten publiziert worden sind, sehen wir, dass die Aktie in den letzten gut 6 Monaten eher seitwärts läuft. Mitursächlich dafür ist auch, dass Windows gesagt hat, dass sie für das kommende Quartal ein Umsatzwachstum von nur 8% sehen werden. Und das lag unter den Erwartungen der Analysten, gepaart mit der relativ teuren aktuellen Bewertung. Es ist so, dass die Aktie es nicht geschafft hat, dann neue Hochs zu generieren. Das heißt, bevor wir uns jetzt gleich den Chart anschauen, bevor ich euch sage, was für mich ein möglicher Kaufkurs wäre, gilt Folgendes zusammenzufassen. Sehr gute Zahlen, weiterhin sehr starkes Wachstum, absoluter Gewinner der digitalen Transformation und Gewinner in vielen Segmenten von Work from Home, Umschichtung, Surface, Xbox, absolute Gewinner und auch Azure mit unglaublichen Wachstumszahlen. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, die sehr, sehr hohe Bewertung des Unternehmens. Und die Frage ist, wie denn diese Cloud-PCs funktionieren werden. Ich persönlich glaube, es wird angenommen werden. Und ich persönlich glaube, dass gerade Unternehmen sich für diese Lösung interessieren werden. Und damit, lasst uns einmal die Charts anschauen, dann sage ich euch, welche Kurse mich interessieren. Und ihr schreibt mir, ob es euch zu viele Daten, Zahlen, Fakten in kurzer Zeit gewesen sind oder ob ihr mir noch gut folgen konntet. Wenn wir uns technisch den Wochenchart anschauen, unglaubliches Wachstum seit 2016 von 400%, von etwa $50 hoch auf $220. Blenden wir erstmal aus und sehen, Corona-Pandemie, der Ausverkauf und danach das deutlich höhere Hoch. Das heißt, die Microsoft-Aktie hat es aufgrund dieser deutlich schnelleren Digitalisierung es geschafft, in gerade mal 5 Monaten Anstieg von 75% zu sehen. Und deswegen finde ich das auch absolut positiv und hilfreich, dass Folgendes passiert, nämlich Microsoft hier in eine übergeordnete Dreieckskonsolidierung übergeht.
Jetzt, Folgendes aus meiner Sicht ganz wichtig. Wir haben hier die horizontale und psychologische Marke von 200. So, diese 200 $ Marke wurde getestet. Das wäre für mich auch etwas darüber eine wirklich interessante Unterstützung. Kaufe ich die Aktie teuer? Ja. Kaufe ich eine Aktie, die wächst, die innovativ ist, die zusätzliche Produkte in den Markt bringt, die in der Lage ist, auch den Gewinn zu maximieren und zu den Top-Unternehmen gehört aktuell am Markt? Ja. Deswegen zahle ich ein Premium und ich wäre bereit, das dort zu bezahlen. Ich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht bereit, hier da einfach reinzuspringen. So. Ich erkläre euch auch gar nicht, warum. Die andere Zone, die ich sehr interessant finden würde, wäre natürlich im Bereich die von 186. So, das heißt, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, durch die Wahlen in Georgia oder etwas anderes, der Markt einen Pullback macht, wären das für mich durchaus zwei sehr interessante Zonen. Kann man auch nämlich Folgendes sagen, wenn wir jetzt nämlich sagen, es ist kein Dreieck, sondern es wäre möglicherweise ein Kanal, seht ihr, das wären dann so diese Zonen, die angelaufen werden können. Man müsste von der Microsoft-Aktie Abstand nehmen, wenn man der Meinung ist, dass es einen deutlich größeren Pullback gibt und dass es einen absoluten Crash gibt. Wenn man aber sieht, dass dieses Unternehmen gerade entsprechend sehr stark wächst, ist es, glaube ich, so, dass der Markt in einem positiven Aktienumfeld gefragt ist und jeglicher Pullback gekauft wird, weil man Microsoft nicht zu einer klassischen Wachstumsaktie erklären kann, denn ja, sie wächst und gleichzeitig Wachstumstitel haben ja eher das Problem, dass sie nicht unbedingt die besten Bilanzen haben, sondern hier, deswegen sind ja auch die Big Tech so interessant, ist ja auch die Bilanz sehr stark. Deswegen diese Konsolidierung aus meiner Sicht interessant. Jetzt muss ich auch was anderes sagen. Was passiert eigentlich, wenn Bitcoin dann diese Widerstandszone rausnimmt? Ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Vielleicht habe ich Unrecht. Wahrscheinlich würden mir auch einige Dividendenzahlungen verloren gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Kursziele im Bereich von 250, 260 möglich sind, aufgrund dieser sehr, sehr starken Rallye. Und wenn ich sehe, dass es immer wieder so Pullbacks gab an die Ausbruchszone. Wenn wir sagen, Kumpel, lauf mal hoch, dann wissen wir auch, wie das so klappt mit der neuen Xbox und wie es mit dem gemieteten PC möglich ist und was Azure noch so kann und was gegebenenfalls für weitere Produkte angeboten werden. Und dann machst du vielleicht noch einen Pullback. Und dann kriege ich das immer noch zu ungefähr gleichem Kurs, hoffentlich, darauf spekuliere ich. Ich habe aber auch eine Position. Und dann habe ich immer noch das Potenzial, die nächste Welle zu machen. So, was ich aber auf jeden Fall machen würde, aus meiner Sicht, wenn ich mir das hier nämlich im Tag anschaue, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Trade wert, wenn ich mir nämlich ansehe, dass diese Konsolidierung hier mit sehr klar zu sehen, hier, das ist ein Widerstand, es gibt hier diese horizontale Widerstandszone im Bereich von 227, das ist etwas aggressiver, wenn man es konservativer macht, im Bereich von 230, darüber wäre es ein Trade in Richtung 244 bis 250. Und deswegen, entweder gibt er mir den Einstieg als Investor etwas tiefer, hier ist nämlich auch die 200-Tage-Linie, was das Ganze nochmal zusätzlich unterstützt, würde ich total super finden. Oder wenn ihr mir das nicht gibt, dann bleibt nur noch der Trade. So, ich muss euch sagen, die Microsoft-Aktie haben wir relativ klar miteinander besprochen und ich habe euch auch meine Einstiege und sowohl aus spekulativer als auch aus langfristiger Sicht genannt. Deswegen, wenn euch die Ausgabe gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, Kanal zu abonnieren, damit ihr auf jeden Fall auch die weiteren Ausgaben bekommt. Gerne die Glocke aktivieren. Macht's gut und gehabt euch wohl.